Rainer Stinner, FDP und ehemals Bundestagsabgeordneter, schrieb, Zitat, kein Impfgegner wird wie ein Staatsfeind behandelt. Er darf nur, hoffentlich bald, nicht mehr unter die Leute gehen, weil er ein gefährlicher Sozialschädling ist. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund dieser abscheulichen, menschenverachtenden, ekelerregenden Hetze gegen Ungeimpfte hat der Senat 2G in Hamburg eingeführt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Corona bei 80% der offiziellen Covid-Toten wohl nicht Todesursache. Das titelte die Welt diese Woche. In einem Interview legte Professor Dr. Häusler dar, dass bei gut 80% der offiziellen Covid-Toten, die seit Anfang Juli gemeldet wurden, die zugrunde liegende Infektion länger als 5 Wochen zurücklag und Corona daher nicht die Todesursache war. Diesen Beitrag zu einer Versachlichung der Corona-Debatte sollten alle zur Kenntnis nehmen, allen voran der Senat. Denn die Corona-Debatte ist spätestens seit Sommer 2020 völlig entgleist. Lockdowns wurden als Allheilmittel angepriesen. Ein völlig willkürliches Inzidenzgrenzen-Bingo ist ins Infektionsschutzgesetz geschrieben worden. Hysterisch wird vor einer Virusvariante nach der anderen gewarnt, ob vor Delta Plus oder ist diese Woche vor C12, die möglicherweise Impfungen umgehen kann. Aber zunehmend kann man auch eine gefährliche Selbstradikalisierung von Politikern und Regierungsmitgliedern erkennen. Erneut ist Hamburg hier wieder trauriger Vorreiter. Hamburg ist das einzige Bundesland, das ein 2G-Modell eingeführt hat. Und eingeführt wurde dieses Modell, das muss man sich immer vor Augen halten, nach einer massiven Hetze in Politik und Medien gegen Ungeimpfte. Kostproben gefällig. Der gescheiterte Nicht-Kanzlerkandidat der Union, Markus Söder, Zitat, es ist völlig in Ordnung, wenn jemand sich nicht impfen lassen will. Aber dann muss er auch letztlich ein Stück weit die Konsequenzen tragen. Zitat Ende. Mit Konsequenzen meint der Söder natürlich die staatlich veranlasste Repression gegen Ungeimpfte. Der SPD-Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz, Clemens Hoch, Zitat, alle Personen, die sich noch nicht impfen lassen wollten, müssen damit rechnen, dass man sie sehr genau beobachten wird. Zitat Ende. Rainer Stinner, FDP und ehemals Bundestagsabgeordneter, schrieb, Zitat, kein Impfgegner wird wie ein Staatsfeind behandelt. Er darf nur, hoffentlich bald, nicht mehr unter die Leute gehen, weil er ein gefährlicher Sozialschädling ist. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund dieser abscheulichen, menschenverachtenden, ekelerregenden Hetze gegen Ungeimpfte hat der Senat 2G in Hamburg eingeführt. Mit diesem Modell sollen gesunde Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, bewusst vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Und das ist bereits in sich ein Argument gegen 2G. Es ist schlicht und ergreifend unlogisch. Warum sollen Geimpfte und Genesene, die allesamt potenziell ansteckend sind, gegenüber einem Menschen bevorzugt werden, der einen wenige Stunden alten negativen Test hat? Anders als der Geimpfte und Genesene weist der Getestete ja nach, dass er den Krankheitserreger nicht in sich trägt. Hinzu kommt, dass die Einführung von 2G einen monströsen Wortbruch darstellt. Ihre Parteifreunde, werte Kollegen der Altfraktion, haben vollmundige Versprechungen gemacht. Helge Braun, CDU, Kanzleramtsminister, Zitat, wenn wir jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben, dann können wir zur Normalität in allen Bereichen zurückkehren. Zitat Ende. Parlamentarisch korrekt sage ich, Herr Braun hat die Unwahrheit erzählt. Heiko Maas, SPD, Experte für Afghanistan-Politik, Zitat, wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben, gibt es rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr für irgendeine Einschränkung. Zitat Ende. Ihr Parteifreund, ja, auch Herr Maas hat die Unwahrheit erzählt. Und meine Damen und Herren, dass in Hamburg 2G als Optionsmodell ausgestaltet ist, das ist kein Zeichen von Liberalität, sondern von Perfidie. Die Politik hat mantrahaft wiederholt, dass es eine Impfpflicht nicht geben werde. Diesen Wortbruch traut man sich noch nicht zu. Daher wird diese lästige Aufgabe, die Leute zum Impfen zu treiben, einfach auf die Privatwirtschaft, auf Gastronomen, auf Theaterbetreiber abgewälzt. Was ist das eigentlich für eine Pandemie, bei der die Leute sich nicht freiwillig impfen lassen? Aber das nur als Nebenfrage. An dieser Stelle möchte ich daher ausdrücklich allen Unternehmern in unserer Stadt danken, die ein klares Nein zu einer Zweiklassengesellschaft, die ein klares Nein zur Spaltung unserer Stadt sagen, trotz des immensen politischen Drucks, der auf sie aufgebaut wird. Denn genau darum geht es.
Es geht um Spaltung und Unfreiheit und nicht um Infektionsschutz. Wenn es um Infektionsschutz ginge, dann würden Sie auch weiterhin kostenlose Tests anbieten, statt diese im Oktober abzuschaffen. Wenn es um Infektionsschutz ginge, dann müssten Sie ja im Gegenteil wegen der nicht unwesentlichen Zahl an Impfdurchbrüchen auch die Geimpften testen. Machen Sie aber nicht. Macht der Senat nicht, weil es dem Senat vorrangig darum geht, die Ungeimpften in unserer Stadt an die Wand zu drücken und durch 2G-Diskriminierung einen sozialen Tod erleiden zu lassen. Das ist eine Politik, die gegen die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz, gegen die Freiheit und gegen unsere Verfassung ist. Meine Damen und Herren Senatoren, schaffen Sie die Zweiklassengesellschaft in unserer Stadt ab. Heben Sie das 2G-Modell sofort wieder auf. Vielen Dank.